Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hydroneer. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ach ja, unser eigener kleiner Claim mit Gold und Edelstein und, ja, hast du nicht gesehen, was es hier alles noch gibt. Ich würde sagen, was wir jetzt auf jeden Fall in dieser Folge nochmal versuchen, und das wird dann auch die letzte Folge dieses angespielt sein, dass wir einmal noch eine bessere Schaufel kaufen, um zu gucken, wie das funktioniert. Und dann erkunden wir nochmal ein bisschen die Karte, gehen vielleicht mal so ein bisschen die anderen Claims anschauen. Ich nehme jetzt mal hier so einen Saphir und verkaufe den kurz. Denn ich weiß, dass die verbesserte Schaufel schon fast in unserer finanziellen Reichweite ist. Und da fehlen, glaube ich, nur 3 oder 4. Ja, das ist genug. 3 oder 4 von diesen Kronen, Cent, Kupfer, was auch immer. Deswegen einmal kurz hier unterhüpfen, Geld dazulegen. Jetzt haben wir 89 und die kostet 78. Alles klar. Dann würde ich sagen, her damit. Und dann benutzen wir die mal. Jetzt müssen wir natürlich erstmal den Vergleich machen. Wir haben ja 2 Eimer. Nehmen wir einmal die alte Schaufel und ich meine 3 mal pro Eimer, also beide leer, ihr seht das. 1, ah ja, okay. So. 1, 2, 3. Moment. Leute, wartet, ich glaube, ich habe doch versehentlich beim ersten Mal reingekippt. Der macht ja nichts. Wir testen einfach nochmal. Ist da Wasser drin? Egal. Ja, ist nicht egal. Nicht für den Test jetzt. So, Schaufel ist leer. 1, 2, 3, 4. 4 Mal. Okay. So, 4 Mal. Jetzt die bessere Schaufel. 1, 2. 2 Mal. Ja, da war es voll. Okay, das spart auf jeden Fall wieder viele Arbeitsschritte. Einmal Gold. Okay, lassen wir jetzt erstmal drin. Wir schauen uns die Karte an. Ich überlege, ob wir zu Fuß gehen oder da hinten den Truck nehmen. Ich glaube, der Truck hätte schon was, oder? Weil scheinbar können wir den einfach so benutzen. Und das ist natürlich gut. Das ist cool. Wir nehmen mal Hydro-Traktor. Wird benutzt, um Gegenstände zu transportieren. Kann über den Wassertank nachgetankt werden. Oh, alles klar. Der hat einen Wassertank. Alles klar. Da oben ist Wasser drin. Da müssen wir unter eine Wasser... Ja, da müssen wir uns so eine Station bauen hier mit Wasser. Und da wird er aufgefüllt. Ja, sehr cool. Okay, wir fahren jetzt erstmal, wie weit wir kommen. Mal gucken. Kriegt man nochmal ein Gefühl dafür, wie oft man den nachtanken muss. Und hier ist schon was. Was steht da? Land for sale. Muss ich aussteigen. Drag Quarry kostet 1200. Also, nur damit ihr das mal seht. Die Kosten sind unglaublich hoch. 970, da denkt man, das geht noch. Aber wir haben bis jetzt noch keinmal über 120, 130 Crowns gehabt. Bis man da also hinkommt, vergeht eine Weile. 1200 natürlich noch mehr. Und dann der größte South Hope hat 6600 Kronen. Eieieiei, wie soll man sich das leisten können? Wir fahren mal hier den Weg entlang. Ich hoffe, dass wir mit dem Truck über die Brücke kommen. Sieht aber breit genug aus. Wunderbar. Stopp, kurz anhalten. Also einmal hier schön den See, ne? Wunderbar, oder Fluss, besser gesagt. Da hinten Wasserfälle. Und hier wird's arktisch. Es ist... Ein neues Biom. Das ist Ironil. Ironil. Und Bridgeport. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Da ist auf jeden Fall so ein Stockmarket. Hier gibt's gar nichts. Aber auf jeden Fall Stockmarket. Was haben wir da denn?
Schade, können wir nicht aufnehmen, diese Spitzhacke. Ja, einfach nur ein Stock Market. Wir fahren weiter. Etwas schwergängig, aber funktioniert. Ups. So, was haben wir hier? Da ist auf jeden Fall wieder ein Wegweiser. Ich muss es mir anschauen, weil kann man aus dem Truck leider nicht lesen. Da geht's nach Bridgepower. Hier ist Mildews Aquifer und Jack Quarry. Das sind also weitere Vorkommen. Hier einfach mal so ein Hütchen mit zwei Grabsteinen daneben. Das sieht irgendwie schräg aus. Bisschen beklemmend. Wir fahren mal da lang. Ich habe jetzt keine Karte mitgenommen. Hätten wir hinten auf die Ladefläche legen können. Dann halt ohne Karte. Ja, das ist ein Vorkommen. Oh, ihr seht, wie groß das ist, oder? Mildews Aquifer. Da ist auf jeden Fall Wasser unterirdisch, wie es aussieht. Aquifer heißt auch Wasserquelle oder Wasserader. Und hier haben wir ein relativ raues Terrain. Alles abbaubares Gelände hier. In diesem Claim. Und sehr, 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 sehr groß. Also, ich würde schätzen, viermal so groß wie der Anfangsclaim. Das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Jetzt müssen wir hier einmal drehen. Ich hoffe, dass wir da drüber herfahren können. Okay, das war nicht die beste Idee. Zur Not geht halt immer frei baggern, frei schaufeln, wenn man denn eine mitgenommen hat. Aber ich habe es geschafft, nochmal rückwärts rauszufahren. Fahren wir in die andere Richtung weiter. Okay, jetzt fahren wir nirgendwo mehr hin, wie es aussieht. Oh, da kann ich mich nochmal befreien. Ja, wir hängen fest. Gut. Wir hängen leider fest. Jetzt wüsste ich auch nicht, was man machen kann. Das ist natürlich gar nicht gut, dass das überhaupt passieren kann, schon nicht. Aber egal. Ja, eigentlich nicht egal. Das ist nicht gut. Sag uns, wie es ist. Gucken wir zu Fuß weiter. Also, was haben wir da oben? Kleines Schlösschen, nur Deko. Da unten. Kommt Bridgepower, eine historische Bergbaustadt. Bin ich mal gespannt. Ah, da ist ein neuer Truck. Ja, dann weiß ich schon, wie wir gleich weiterfahren. Oh, guckt euch mal das an. Ah, hier können wir selber Trucks kaufen. Okay. Also. Preisschilder 1420. Alle gleich teuer. Die haben nur eine unterschiedliche Farbe. Sonst sind das, glaube ich, alles nur Transporttrucks mit einer entsprechenden Ladefläche hinten. Und hier haben wir für 1050. Ich würde mal sagen, das ist eine Grabemaschine, der wir Erde großflächig graben können. Und dann nochmal einen Transportwagen, der aber wesentlich günstiger ist. Warte mal, ist der kleiner? Ist doch genauso groß, oder? Weiß nicht, ob die hier mehr können, weil die sind teurer. Aber es ist eigentlich das Gleiche. Ja. Der kostet die Hälfte. Okay, da ist Itchy Cards Scrapyard. Was haben wir hier? ein untergegangenes Boot. Hier können wir was kaufen, und zwar die Cards. Die kosten 740. Wendiger hölzerner Karren. Es kann sein, dass die etwas besser manövrierbar sind als der Anfangskarren. Ja, das ist nämlich der Anfangskarren. So einen haben wir schon. 350. Und dieser hier ist... Ah, der ist schnell. 740. Und die sind wendig hier. Die haben wahrscheinlich einen kürzeren Wenderadius. Okay. Was gibt's noch? Scrapyard. Hier gibt's Schrott. Hier können wir auch irgendwas draufpacken.
Und dann kriegen wir da wahrscheinlich Geld für. Geld für Schrott oder so. Ja, muss irgendwie eine Schrottverwertungsstelle sein. Findet man wahrscheinlich später dann auch noch entsprechenden Schrott. Dann haben wir hier einen Laden. Conveyor Nation. Ja, jetzt wird's interessant. Hier gibt's so Sachen wie eine Sortiermaschine. Hier könnt ihr genau einstellen, was soll durch, was soll nicht durch. Und da lassen sich dann hier diese Förderbänder anschließen. Förderbandzentralisierer. Zentralisiert während des Transports die Ressourcen in der Mitte des Förderbands. Höherer Wasserdruck erhöht die Geschwindigkeit. Also das muss an ein Wassersystem angeschlossen werden. Dann haben wir hier Einzelförderungsgeländer. Nee, einzelnes Förderbandgeländer. Geländer, das an ein Förderband angebracht werden kann. Okay. Dann haben wir hier vertikales Förderband. Förderband nach links, Förderband nach rechts. Hier ist ein Förderbandmalwerk. Das zerkleinert Erdklumpen in kleine Stücke. Ebenfalls mit Wasserdruckanschluss. Die sind alle mit Wasserdruckanschluss hier. Und ein normales Förderband. Ihr seht die Preise. 263, 325. Und hier die Sortiermaschine auch 325. Das ist ganz schön teuer. Kann man hier kaufen. Dann, was haben wir als nächstes? Was ist das hier? Fabrics Fancy Furniture. Möbel. Möbel, hier gibt's Sockel, hier gibt's Bücherregale, hier gibt's Tresore. Hier kann man Kristall, Gold und Eisenbarren drin aufbewahren. Dann haben wir goldene Büsten für 1200. Meine Güte. Hier ist Trophäen. Einen Thron, natürlich. Betten und Stühle, Tische, Kakteen, Blumenkübel. Ja, alles klar. Dann New Power, Power and Logic. Ja, mit dem letzten Update reingekommen. Power and Logic, das schauen wir uns gleich an. Gehen wir erst nochmal hier ein bisschen weiter, denn da gibt es noch mehr. Hier gibt es Tools und Equipment, also Werkzeuge und Ausrüstung. Hier haben wir einmal die besagten, schon bekannten Rohre. Hier gibt es aber auch Wasserdruckmessrohre, Drucktanks, Schraubenschlüssel, Wasserrohrfilter, eine Lupe, wozu brauchen die? Zeigt die Haltbarkeit von Gegenständen an, die beschädigt werden können. Ah ja, Korken kennen wir schon. Kleine Ofen, Schmelztiegel, hier sind Schmiedehammer und Gussform, Schmelzanlage. Die funktionieren wahrscheinlich halbautomatisch. Hier ist ein Verdichter, der ungeschliffene, reguläre oder verpresste Edelsteine komprimiert. Dann haben wir hier Minenhelme, die kennen wir schon. Ein Werkzeugständer, hier gibt es Sägen und Magnete am Stock. Weitere Waschpfannen, eine Waage. Und hier haben wir eine Erntemaschine. David, D.A.V.I.D. Dynamisch automatischer Voxel inkludierender Duplikator. Kristallbetriebenes Gerät, um Erde zu erzeugen. Alles klar, wenn man Löcher auffüllen will. Hier gibt es eine Bohrramme. Und ein Goliath-Bohrer. Wow. Okay, was gibt's hier? Housing. Ja, Betten. Jetzt habe ich eins genommen. Egal, wir stellen das hier hin. Wir kaufen es halt nicht. Dann gibt's hier Angelkäfige. Hier gibt's Bauhammer. Holztreppen. Lange Blechrampen. Kurze Blechrampen, Zinnblechecke, hier gibt es Paletten und angewinkelte Fenster oder normale Fenster, dreieckige Fenster, große Holzfundamente, große Wandtür, also alles, was man sich vorstellen kann, um ein Haus zu bauen. Hier gibt es auch Laternenmasten, Farbeimer und ein Pinsel. Ihr könnt also offensichtlich auch noch Dinge anstreichen. Was soll ich dazu sagen? Das finde ich ja großartig. Das wusste ich auch noch nicht. Gefällt mir gut. Was haben wir hier? Blitzhaus. Keep out. Wenn ich doch reingehe. Okay, können wir nichts machen. Da oben gibt es noch was. Möglicherweise. Nee, hier ist nichts mehr. Jetzt wird es dummerweise auch dunkel.
Was haben wir hier noch? Rig Parts. Hier lässt sich aber im Moment nichts kaufen. Ein Juwelier zum Verkaufen. Das kennen wir schon. Okay, dann geht's da oben noch weiter. Ich denke, hier kommen wir zu Power und Logic. Ja. Das ist dann der Weg dann von unten. Hier sind wir angekommen. Und hier gibt's, wie gesagt, alles, was mit dem Patch neu reingekommen ist. Eine Logic Mini Nuke für 26.000. Logik Sprengstoff. Weil unlogischer Sprengstoff eben scheiße ist. Kabelbefestiger. Verzögerungslogikkabel. Logikkabelschalter. Diodenlogikkabel. Hauptlogikkabel. Minuslogikkabel. Pluslogikkabel. Vergleicherlogikkabel. Okay. Hier gibt es einen Logikzähler. Logikkabel in den verschiedensten Formen. Logiklesekabel. Logikknopf, Logikschalter, benutzerdefinierte Logiknummer. Ein Logikventil, Logikauto, Reparaturstation. Haltbarkeitslese, auch Logik, alles automatisiert. Logikschmelzanlage. Paletten. Stromkabel, das sind alles, das sind dann Stromkabel, RGB-Lichtstromkabel, strombetriebenes Ansaugrohr. Strombetriebene Filter und, und. Hier sind T-Stromkabel, gerade gebogene strombetriebene Batterie, strombetriebener Magnet, Reaktoren und, und. Also jede Menge Spielzeug für Tüftler. Das war dieses Städtchen. Und ich denke, da es jetzt dunkel ist, macht es auch nicht unbedingt Sinn, noch viel weiter zu schauen. Müsste jetzt zum Bett zurück. Was haben wir hier? Ein Boot. Oh mein Gott, können wir hier... Okay, das ist ein Händler. Was gibt's denn hier? Oh, eine Werkzeugtasche. Eine Werkbank. Rums. So, hier gibt's... Hier können wir tauschen. Was können wir hier tauschen? Kronen gegen... Was? Kronengewicht? Ah ja, okay, da. Okay. Teekanne. Kerzen stellen. Hier gibt es Blueprints. Damit wir Dinge selber herstellen können. Käfigblaupausen. Kriegsaxtblaupausen. Und, und. Gut. Das ist also Bridgepower gewesen. Bridge Power. Ja, das ist halt immer noch nur ein Teil des Ganzen. Aber ich glaube, Bridge Power ist auch die größte Stadt. Dann können wir nochmal in die Richtung gehen. Aber wie gesagt, im Dunkeln jetzt wahrscheinlich alles auch ein bisschen schwierig zu sehen. Trotzdem machen wir das eben. So, was haben wir hier? Da geht's nach Drag Quarry. Bridge Power. Hier ist... Für 6.600. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht lesen. Das ist South Hope. Das ist das größte Abbaugebiet. Oder zumindest das teuerste. Es muss ja nicht das größte sein, aber vielleicht sind hier die besten Bodenschätze drin. Also das meiste Gold oder die meisten Edelsteine. Wer weiß, hier ist auf jeden Fall auch eine Wasserquelle. Hier kann man dann alles anschließen, was man so braucht. Ja. Und wir haben jetzt halt auch noch nicht alles gesehen. Wir hätten ja noch in die andere Richtung weiterreisen können. Das war jetzt nur die eine Hälfte der Karte. Es gibt auf jeden Fall jede Menge zu tun, jede Menge zu kaufen. Und das, liebe Leute, ist Hydroneer. Und das war mein Angespiel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne mal euer Feedback so, eure Gedanken zum Spiel, was ihr euch hier vielleicht noch wünschen würdet. Oder ob ihr einfach nur was loswerden wollt in meine Richtung. Jederzeit gerne. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.